Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück hier bei Software Inc. Immer noch in der Gestaltung unseres neuen Firmengebäudes Teil 3. Genau, ne? Die Odyssey, sie geht weiter. Wir haben ja schon beim letzten Mal ein bisschen einen Fortschritt gehabt und heute geht's weiter. Ich habe jetzt nochmal ganz kurz was verändert im Vergleich zur letzten Folge. Und zwar habe ich diesen Doppelschreibtisch vom Fenster hier an die Wand geschoben und habe die Pflanze hier rübergestellt. Habe natürlich auch hier die Temperatur, ne? Hier also die Kühlung. Das Kühlbodengitter verschoben und die Lampe dann auch und ein zweites Bücherregal noch hier reingestellt. Warum habe ich das gemacht? Weil ich einfach wollte, dass die nicht direkt am Fenster sitzen, denn direkt am Fenster hier ist die Straße und das könnte natürlich auch akustisch so ein bisschen vielleicht was ausmachen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir sparen uns das. Hier an dieser Stelle kann ich das natürlich nicht machen, weil ansonsten stehe ich hier mitten im Raum, funktioniert nicht. Deswegen haben wir hier direkt den Platz am Fenster und hier eben nicht. So, ansonsten hat sich nichts getan. Es ist nach wie vor so, wie ihr, sofern ihr die letzte Folge geschaut habt, so wie wir es hier verlassen haben. Ja, ich wurde gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie das denn ist mit den Steam Workshop Objekten. Das ist vom Prinzip her ganz einfach. Ihr abonniert im Steam Workshop das Objekt. Also das ist wirklich kein Hexenwerk. Ich glaube, das kann jeder. Ne? Heißt, wenn man dort beispielsweise ein Gebäude findet, das jemand andere gebaut hat, dann lädt man das runter und dann hat man das hier in diesen Blaupausen. Ich habe das spaßeshalber mal gemacht. Ne? Die zwei hier, die habe ich ja selber lokal gebaut. Die sind nicht im Steam Workshop. Aber hier zum Beispiel, das Ding ist im Steam Workshop. Das klickt man dann an. Hier. Dann sieht man nochmal die Details, klickt auf Bauen, dann kommt die Vorlage, dann muss man halt ein Gelände haben, das groß genug ist. Ich zeige das mal spaßeshalber. Und dann kann man das platzieren, wie gesagt, sofern Platz ist und nichts im Weg steht. Das ist die ganze Zauberei am Steam Workshop, also kein wirkliches Hexenwerk. Genau. So, wir machen weiter. Wir haben hier unseren Bereich hier mit der Produktion, der noch nicht fertig ist, weil das werden wir im Keller dann machen, aber zumindest haben wir schon mal hergerichtet. Wir haben unsere Nasszellen, die fertig sind, inklusive Duschen, WC und so weiter. Wir haben auf dem Gang hier ein paar Kaffeemaschinen. Wir haben hier einen Entwicklungsbereich mit 6 Arbeitsplätzen. Hier haben wir das gemütlich kuschelige Buchhaltebüro, das kleine stille Kämmerchen ohne Fenster, genau, ohne Fenster. Da freut sich auch jeder, der da arbeiten darf. Und dann hier eben, das wird dann vermutlich so Richtung Marketing werden. Eventuell auch Support könnte man natürlich auch machen. Ich sehe gerade, man könnte hier sogar noch was reinquetschen. Das wäre noch eine Idee. Komm, wir quetschen hier noch was rein. Genau, oder mal schauen wir mal, ob wir es noch reinquetschen können. Jetzt geht es wieder nicht. Was ist los? Warum geht es nicht? 1, 2, 3, 4. Hier. Da schaut, es würde doch gehen. Ja, wunderbar. Siehst du, hier nochmal wunderbar was reingequetscht. All ideal. Jawohl. So muss das. Also haben wir 5 Arbeitsplätze hier. Die Folterkammer. Das ist die hier. Ja, hier drüben haben wir den Pausenraum und dann hätten wir hier den Empfangsbereich, den kennen wir. Und dann haben wir hier noch 3 schöne freie Bereiche, wo man dann zum Beispiel Support machen kann, wo man Design machen kann, wo man Kunst machen kann. Wir haben ja gesagt, wir splitten diese Teams auf. So, also dann. Pass auf, hier haben wir noch ein hübsches Plätzchen, da würde ich sagen, da machen wir doch unseren Kunstbereich rein. Ja, warum nicht? Sind wir künstlerisch tätig? So. Da würde dann alle, wenn ich den da hinbaue, dann. Nee, das ist nicht gut. Dann machen wir das so. Genau, weil sonst würden wir hier direkt an der Tür sitzen und das mag ich nicht. Mit dem Rücken zur Tür ist immer doof. Da will keiner sitzen. Verständlich. Würde mir auch so gehen. Würde mir auch nicht gefallen. So, zack, zack. Okay, dann brauchen wir noch einen Teppich. Da ist der Teppich. Alles klar. So, der jammert hier, weil hier noch nichts gemacht ist zum Thema Heizung und Kühlung. Ist aber kein Thema. Kriegen wir hin. So, okay. Wie viel hauen wir da hin? Ich meine, ein Designbereich ist jetzt nicht ganz unwichtig. Denn die Designer haben ja noch eine weitere wichtige Funktion. Mal losgelöst von der Designarbeit, die sie so machen, ne? Also Produkte entwickeln und sowas, sondern Designer sind ja auch wichtig für die Forschung, sofern man diese denn angehen möchte. Und da braucht man richtig viele Leute, und zwar richtig viele Leute. Ja, also mit richtig meine ich richtig viele Leute. Also ganz, ganz viel. Viel hilft viel in diesem Fall. So, wir kopieren den Arbeitsplatz. Da haben wir gesagt, packt man nichts hin, weil Gründe, kein Platz. Genau. Da würde ich fast vorschlagen, dass wir hier da
Was jetzt da auch schon. Ja, es ist nichts, gell. Es ist nichts da verschärft. Ja, gut, soll natürlich auch noch ein bisschen was ausschauen. Das ist auch immer so dieses, ach, dieser Anspruch, den man hat, gell. Es soll auch ein bisschen nach was ausschauen. Auch wenn es nicht immer so leicht ist, wie ich mir das vorstelle. Wenn wir die da hinstellen, hätten wir einen Platz zum Fenster und hätten hier noch einen Bereich, wo man noch was hinzimmern könnte. Die sitzen dann halt dann am Fenster, aber dann ist es halt so. Ne? Also hier zum Beispiel, dass man das so macht. Ja, würde gehen. Hat man noch genug Platz? Dann hätten wir 6 Arbeitsplätze drin. Es würde noch effizienter gehen, aber jetzt lassen wir die Kirche im Dorf, gell? Wir wollen ja nicht zu krass quetschen. Das ist so schon mehr als genug gequetscht. Okay, achso, ein PC brauchen wir noch, gell? Fällt mir gerade so ein, PC wäre, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Jawohl, passt. Dann dübeln wir noch unsere Heizgitter hin. Und die Kühlung natürlich. Klatsch mal dahin, genau. Da zieht es bei dem vielleicht ein bisschen, aber es ist mir egal. Da zieht's, jawohl. Hurra. Ah, ist doch schön. Dafür gibt es eine Pflanze, genau. Dafür gibt es eine Pflanze, die ist auch wichtig. Muss auch sein. Und die Uhr gibt es, dass man immer weiß, wie spät es ist. So, machen wir 2 Uhren. Genau. Ist ja nicht so wie bei armen Leuten, wir können uns das erlauben. Also, dann gibt es hier noch ein schönes Bücherregal. Und noch ein zweites, weil hier ist auch noch Platz. Was da hinstellen. Genau, stellen wir da hin. Können wir da noch so ein lustiges Pflänzchen in die Ecke stellen und hier auch. So, dann haben wir hier. Ja, genau, Licht fehlt noch. Ja, richtig, Licht. Licht, da war ja was. Licht, Licht, Licht. Wo ist Licht? Da ist Licht. Also, machen wir hier noch eine Lampe hin und da eine Lampe hin und da eine Lampe hin. Und schon passt. Schauen wir 400 Lux. Alles ist gut. Läuft. Okay, also auch 6-mal Design. So, das ist vielleicht noch ein bisschen akustisch noch nicht so ganz. Doch, es ist sogar akustisch optimal, aber trotzdem gefällt mir nicht so wirklich, ne? Komm, da brauchen wir die blauen hier. Machen wir noch ein bisschen hier. Bisschen blau, genau. Hier ein bisschen blau und da noch ein bisschen blau. Der kriegt auch ein bisschen blau. Und hier machen wir noch ein bisschen blau. So, gut. Also, dann ein Bildchen gibt es auch noch. Machen wir den Bild. Hier ist Bild. Schade, dass hier bloß ein Bild gibt. Gibt es aber im Workshop bestimmt auch vieles, was man benutzen kann. So, alles klar. Also, Designbereich auch fertig. Was wir natürlich nicht haben, sind eventuelle Einzelbüros für Star-Designer, aber pff, mein Gott, ne, also, genau. Die Probleme hätte ich auch gern. Kunst, genau, Kunst fehlt noch. Wie viel haben wir hier? Hier haben wir 42 Quadratmeter, hier haben wir 42 Quadratmeter. Das ist also völlig Jacke wie Hose, wie wir das machen. So, dann stellen wir den einfach mal. Stellen wir da einfach mal was hin. Bitte wieder hell machen, genau. Danke. Da ist es einfacher im Hellen. Er latscht mir hier wieder die antiquierten PCs hin. Das hat sich eh bald erledigt. Ne? Im Jahre 90 gibt es dann die hier. Dann können wir 90er Computer verwenden. Dann müssen wir jeden einzelnen PC anklicken. Beziehungsweise es gibt so eine Funktion, dass ich sagen kann, hier pro Raum, selektiere mal alle diese Möbeltypen hier im Raum. Ne? Dann kann ich die am Stück ersetzen. Hier zum Beispiel kann ich sagen, jetzt nimm mal den hier. Der geht jetzt natürlich noch nicht, wenn wir noch nicht 90-90 haben. Aber das muss ich halt dann pro Raum machen. Das ist halt ein bisschen anstrengend, ein bisschen mühsam. Aber es ist immer noch besser, als wenn ich jedes einzelne Gerät anklicken muss. Da, ne? Also das ist dann nicht mehr lustig. Nein, das ist nicht lustig. Genau. So, das verschieben wir mal. Okay, dann kann ich hier nämlich noch einen hinstellen. Jawohl. Genau, dann machen wir das wieder so. 1, 2, 3, 4, 5. Kopie erstellen. Zack. Und schon passt es. Der hat halt jetzt keinen Teppich, aber pff, gut. Weißt du was, dann machen wir dann immer den Teppich. Genau, dann kriegt er den anderen Teppich. Achso, das habe ich hier drüben ja auch gemacht, gell? Hier war das, glaube ich. Ja, stimmt, da habe ich den Teppich vergessen. So, jetzt aber. Jetzt sieht doch hübsch aus.
Achso, da fehlen die PCs. Schockschwere Not, wie sollen die denn arbeiten? Die können Schiffe versenken, spielen, aber sonst nix. Ja, dann hauen wir da die PCs auch noch hin. Na, das wäre was gewesen. Die hätten sich gefreut, ne, die Belegschaft. Die hat gesagt, ja, super, muss ich nicht arbeiten. Ja, von wegen. Fehler erkannt. Fehler behoben. So, dann duplizieren. Das gleiche machen wir hier. Sehr gut. Dann hängen wir hier direkt nicht am Fenster dran. Gut, der hier im Rücken halt, aber das ist dann auch wurscht. Dann haben wir ja auch 6 Arbeitsplätze drin. Das sollte ja auch erst einmal reichen. Gut, dann natürlich ein Beutel. Ist doch logisch. Die Uhr braucht es auch da. So spät ist es. Huch, sowas aber auch. Dann gibt es auch hier ein bisschen Le Bleu. Na, da nicht. Da unten ist super. Genau, wir haben da unten ein bisschen, ein bisschen Muster hier. Warum geht es da nicht hin? Hallo? Ich will das. Geht nicht. Okay, gut. Was ich will, interessiert das Spiel nicht. Das ist schön. So, da gibt es ein Bücherregal und da gibt es von mir aus auch ein Bücherregal. Und eine Pflanze brauchen wir noch, natürlich. Ist doch klar. Da brauchen wir auch eine Pflanze. Gut. Dann brauchen wir noch, richtig, Klimatisierung. Dann machen wir hier. Und machen wir da. Raum klimatisiert. Dann brauchen wir noch Licht. Genau, das gute alte Licht. Es werde Licht. Es werde Licht, das sage ich auch immer, wenn ich in den Spiegel schaue, gell, auf das Haar bezogen. Es werde Licht, ja. Eigentlich müsste man sagen, es ist Licht, aber das ist ein anderes Thema. So. Sieht doch nicht schlecht aus. Okay, es ist natürlich wieder sehr funktional, aber trotzdem, immerhin. Gut. So, nachdem diese Räume identisch groß sind, sollte man das doch eigentlich kopieren können. Kann ich jetzt sagen, alle Möbel? Geht das? Geht. Okay. Was ist das hier? Achso, nee, das will ich nicht. So, dann drehen wir das Kind mal. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das schwierig wird. Okay, dann muss ich nochmal ein bisschen... Genau, dann passt das nämlich nicht mehr zur... Die Fensterfront hier passt nicht, genau. Na, das so. Ja. Ah, beziehungsweise, na, das ist das. Ach Gott, egal. 1, 2, 3, verschieben. Kann ich die dahin klatschen? Ja, da geht's. Gut. Na, hier nicht, aber egal. So, du komm mal mit. Du kommst dahin. Na, das sieht scheiße aus. Das wollen wir nicht. So, genau. So ist viel besser. Und du kommst dahin. 6 und schon ist alles gut. Die Lampen passen auch. So, dann wollen wir hier nochmal kurz den Nachtmodus anmachen. Der passt auch. Dann sind die auch entsprechend ausgestattet. Okay, also heißt, wir haben jetzt jeden Raum hier erst einmal am Start. Gut. Dann sagen wir Teams. Also, wir haben hier gesagt, hier wollen wir entwickeln. Hier haben wir... Ja, ich muss die Teams auch neu designen. Ja. Ja, ich muss die Teams neu designen, es hilft nichts. Ja, gut, okay, nicht zu ändern, ist so. So, hier sind wir im Keller zugegeben, da ist es arg dunkel, aber naja, soll uns erstmal egal sein. Dann nehmen wir jetzt einfach mal diese ganzen... Industrielichter. Das ist wie gesagt nur mal, dass ein bisschen Licht da ist. Deswegen, ich schaue nicht, dass das jetzt besonders schön ist. Das ist mir jetzt auch wurscht. Die Akustik hier unten ist auch geil, oder? Echt wie in der Tiefgarage hier. Brutal. Naja. Hier wird ja nur produziert. Also was soll's. Man könnte hier natürlich auch noch
so ein paar Server hinstellen und so, aber beziehungsweise, das ist eigentlich eine gute Idee, gell? Das könnte man machen. Wir haben doch, hier gibt es die neuen, die 90er, gell? Okay, pass auf, dann stellen wir da ein paar Server hin. So, 6 Stück. Sollte erstmal reichen. Dann werden die miteinander verbunden. Okay, Server 1. Das ist jetzt zusammengeschlossen. Dann brauchen wir eine Produktion. Wir sind ja aktuell nur, also in Anführungszeichen nur, auf Produkt, Produktion, Software. Ne, wir haben ja nicht diese anderen Komponenten, wie man dann andere Dinge herstellen kann, aber wir sind momentan nur auf Softwareproduktion. Das würde ich im Moment auch so belassen. Im Moment. Sage bewusst, im Moment. Gut. Daher machen wir das ganz geschmeidig und sagen hier, pass auf. Zack. Und hier machen wir den hier. So, genau. Und dann sagen wir, wir haben hier unsere kleinen Produktdrucker und zack, 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 zack. So, das sind jetzt wie viele? Ich habe nicht mitgezählt, ist egal. Wird schon passen. Ist in einem Pause-Modus. Dann schauen wir doch mal, wie viel das ist. 216.000. Ich glaube, sowas in der Größenordnung hatten wir, ne? Wir waren bei knapp 2 oder knapp über 200.000, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist okay. Ja. Man kann jetzt natürlich hier nochmal eine zweite Reihe hinten machen, wenn man das möchte. Dann würde man das Ganze verdoppeln. Würde auch gehen, ist mit dieser Aufbaute relativ simpel. Ne? Man zieht die Straße hier entlang, macht hier eine zweite hin und dann läuft das Kind. Kein Thema. Alles möglich. Man kann ja auch hier einen Kreisel drehen. Dass wir sagen, komm, weißt du was? Weil noch effizienter Platz sparen. So, die Richtung und hier die Richtung, genau. Und klöppeln dann. Oh, wo ist es jetzt hier? Genau. Ja, da muss ja immer ein EDV-Fuzzi, also ein ITler, muss da immer hin und muss die warten. So, jetzt passt natürlich hier die Lampe nicht mehr. Wir haben schon drauf hingewiesen. Mecker, mecker, genau. Lampe ist beschissen. So. Zack, so, du kommst mit und gehst da hin. Zack, alles gut, ne? Alles gut. Na ja, gut, ist nicht, aber ist egal. So, du wanderst noch eins rüber, jawohl. Siehste, jetzt ist Lampe gut. Ah, du wanderst noch da. Hallo. Prima. So, und wenn wir jetzt schauen, haben wir insgesamt das Doppelte vermutlich. 432.000 Exemplare pro Monat. Das heißt, wir sind in 10 Monaten bei 4,3 Millionen. Das muss man natürlich erst einmal brauchen. Aber man kann festhalten, im Jahr produzieren wir 5 Millionen Stück. Wenn man das möchte. Genau. Du brauchst natürlich auch die entsprechenden Kurierkapazitäten, um das Zeug dann loszuwerden, weil sonst bringt dir das gar nichts. Sonst sitzt du am Ende auf einer Menge Rotz und wirst den Scheiß nicht los. So, was ist das hier eigentlich? Achso, ja, ja. Okay, danke. So, dann schauen wir unseren Server an. Der hier, genau, den benennen wir um. Das ist unser Primärserver, haben wir, glaube ich, genannt. Gell? Primärserver. Zack. Ausgewählte Prozesse haben wir gerade keine, oder? Zeige nicht unterstützt. Ne, haben wir nichts. Gut, alles klar. Achso, das ist, wenn die 2D-Haube dann in die Entwicklung geht. Dann werden wir hier mit Sicherheit unseren Server belasten. Naja, der merkt das wahrscheinlich gar nicht. So viel zur Belastung. Aber okay. Gut. Habe ich jetzt noch was vergessen? Bestimmt. Bestimmt habe ich was vergessen. Aber das fällt mir dann auf. Glaube ich mal. Also, dann gehen wir ins Personal. Was brauchen wir? Wir fangen einmal um 0 Uhr an. Um 0 Uhr kommt die Reinigungskraft, um 0 Uhr kommt der Hausmeister, um 0 Uhr kommt der ITler. Na, der Depp, was machst du denn? Hier, der hier, genau. Und um 0 Uhr kommt der Kurier. Haben wir gesagt, wir wollen 2 Kurier, ne?
Dann machen wir den Sprung. Sagen, es ist 5 Uhr. Da wollen wir nochmal 2 Kuriere haben. Dann machen wir den Sprung auf 10 Uhr. Da wollen wir nochmal 2 Kuriere haben. Dann machen wir den Sprung auf 15 Uhr. Da wollen wir nochmal 2 Kuriere haben. Und dann machen wir den Sprung auf 20 Uhr. Wie viele Kuriere haben wir jetzt? Moment. Es reicht schon. Ach, das reicht schon. Ja, dann ist alles gut. Dann ist es gut. Dann passt alles. Moment, dann kann ich das ja noch ein bisschen strecken. Dann haben wir hier 2 Stunden Zeit, dann haben wir hier 2 Stunden Zeit und hier haben wir 2 Stunden Zeit und hier haben wir auch 2 Stunden Zeit. Ne? Dann kann quasi die Produktion immer laufen. Ich hoffe, unser Lagerplatz hier reicht für sowas. Der eine. Naja, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, da fehlt mir jetzt die Erfahrung, ob da eine Verladerampe reicht, aber wir schauen einfach mal. Okay. So. Wir sollten möglichst kurze Wege haben, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir diese 2 Parkplätze reservieren für Lieferungen. So. Das hier wird reserviert für Angestellte. Was ist denn der Unterschied zwischen Angestellte und Personal? Komisch, oder? Was ist denn da der Unterschied? Ah, das ist Personal, das ist Mitarbeiter. Ah, okay, also gut. Angestellte sind die Mitarbeiter, die im Büro sitzen. Alles klar. Das sind auch Angestellte. Die Fahrräder sind auch für Angestellte. Ich habe keine Ahnung, was mit diesen Parkplätzen ist. Ob die auch genutzt werden, aber ich vermute mal schon. So, dann können wir das hier... Weißt du was, dann machen wir da auch erst einmal Angestellte draus. Kann ich hier, kann ich nix? Dann sollen die Gäste, die sollen auf dem öffentlichen Parkplatz parken, genau. Die Gäste, die werden gleich mal schön hofiert. Gleich mal, ihr könnt draußen parken. Jawohl, weißt du Bescheid. Herrlich. Okay, dann schauen wir uns die Teams an. Also. Marketing, wie benenne ich das um? Wie benenne ich das um? Ach hier, genau. Umbenennen. Marketing und Support. Design und Support, Entwicklung und Support. Buchhaltung und Support, wobei eigentlich Buchhaltung und Support ist Blödsinn. Buchhaltung soll Buchhaltung machen. Buchhaltung macht keinen Support, genau. Buchhaltung macht ausschließlich Buchhaltung. Design und Support, Entwicklung und Support. Zack, okay, also nochmal. Entwicklung, Support, Design, Support, Buchhaltung, Entwicklung, Support, Design, Support, Marketing. Marketing, Marketing, Marketing und Support, das passt, ja. Gut. Dann. Wie lösen wir jetzt das auf? Da muss ich jetzt wieder hier, Moment, wir markieren mal alle, sagen Team auswählen, alle ins Core-Team erst einmal. Genau, alle ins Core-Team. So, und dann werden wir hier mal die Mitarbeiter verwalten. Also, Joanne Scott, was ist das hier? Ach, die hatten Fortbildung bei Leitung oder was? Oh, tatsächlich. Okay. Na gut. So, was kann die? Die kann halt Leitung machen, sonst kann die nichts. Aber gut, sie kann Leitung, das ist schön. Und hat Marketing und Buchhaltung. Die war wohl im Support tätig. Ich würde sagen, das wird unsere Leiterin. Ach du Scheiße, die ist vergesslich. Habe ich nicht drauf geachtet. Das heißt, die vergisst ab und zu die Spezialisierung. Das macht nichts.
Die wird Leitung Marketing. Genau, also Joanne Scott, Rolle ändern, Leitung, Team ändern, Marketing. Gut. Denn Mad Max, der ist auch Marketing. Ja, nix Rolle ändern. Marketing und Support ist eigentlich scheiße, weil es beides Dienstleistung ist, ne? Das ist eigentlich blöd. Da müsste man dann über die Priorität arbeiten, dass man dann sagt, okay, Priorität hat Marketing. Also wenn man dann einen Marketing-Task hat, dass man den auf 10 von mir aussetzt und dann ist der Schwerpunkt zumindest in der Ecke. Ja, die können eh keinen vernünftigen Support machen, weil die keine Fehlerberichte machen können. Ach Quatsch, was mache ich denn? Team ändern, Marketing und Support. So. Dann hätten wir hier. Du gehst ins Design. Design und Support. Und ihr zwei ebenfalls. Wobei du bist noch Leiter, oder hätte ich gesagt. Ja, also pass auf, du bekommst noch die Leiterrolle zusätzlich. Team ändern Design Support. Okay, dann haben wir hier. Du bist Entwickler. Entwickler. Leitung Kunst. Du warst Leitung Kunst. Entschuldigung. Ich habe noch kein Kunstteam, gell? Ja. Ich habe noch kein Kunstteam. Ihr geht in die Entwicklung. Dann holen wir uns noch schnell ein Team. Da kopieren wir Entwicklung und Support. Dann machen wir eine Kopie. Und sagen Kunst und Support. Genau, passt. So, dann darfst du in Kunst und Support gehen. Passt. Du bist Design und Support. Mhm. Du bist Buchhaltung. Du auch. Also haben wir hier zwei Buchhalter. Oh, Nachteulen sind es. Ah. Ja, dann. Buchhaltung Nacht. Stimmt, wir haben gar keine Tagbuchhaltung, weil in unserer alten Butze. Da war ja, haben wir uns die Räume ja geteilt, ne? Genau, das war dieses Dreimannzimmer oder was das war. So, und du kannst Marketing und bist Leitung. Und bist eine Nachteule, das wäre dann Marketing Nachtleitung, hätte ich mal gesagt. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Okay. Dann hätten wir hier noch ein paar Nachteulen.
Du siehst mal nach dem Leiterdesign aus. Ja, das hier ist alles. Halt, nein, hier. Design Support Nacht und du bekommst zusätzlich die Leitungsrolle. Zack. Und du ebenfalls. Okay, wie ist denn die Musik schon wieder aus, ey? Mein Gott. Jetzt mal, die sind immer so ruhig, gell? Wenn da keine Musik dudelt. Okay, das hier ist Entwicklung, 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 Entwicklung. Okay, das sind keine absoluten High-Performer, aber naja, ist halt so. Heißt, das stellen wir um. Ihr geht bitte in den Entwicklungs- und Support-Bereich. Haben wir hier oben schon? Wir haben ein zu viel. Ja, wir haben ein zu viel. Ist jetzt erstmal egal. So, dann hätten wir hier nochmal Entwicklung. Und zwar die Nachteulen. Entwicklungssupport Nacht. So, haben wir da einen Leiter? Nein. Map. Das ist blöd. Gut. Das ist der Entwicklungsbereich, haben wir gesagt hier. Da müssten wir noch einen Schreibtisch reinquetschen. Ja, komm, weißt du was? Das machen wir schnell. Ich liebe es zu quetschen. Ja, jetzt passt hier die Lampe nicht mehr, genau. Zack, schon passt, sehr wohl. Brauchen wir wieder einen Teppich, ne? War ja klar. Okay, hier passt noch alles. Gut. Dann werden wir da mal zuteilen. Also, diese Dunkelkammer hier. Mir fällt kein besseres Wort ein. Ist die Buchhaltung Nacht. Gut, wir werden noch ein Team brauchen, fällt mir gerade ein. Und zwar kopieren. Buchhaltung, genau. Die Buchhaltung Tag. Das wollen wir ja auch noch zuordnen. Buchhaltung Tag. So, hier ist Marketing. Support, Marketing, Support. Und jetzt ist wichtig, dass wir diese Checkbox anklicken, dass man durch dieses Büro durchgehen darf, auch wenn man nicht zu diesem Team gehört oder zu diesen Teams, die hier arbeiten. Denn sonst kommt niemand hier rein von der Buchhaltung, ne? Die kommen sonst nicht hier rein. Okay, gut. Das erledigt. Dann haben wir hier den Entwicklungsbereich. Tag und Nacht. Dann haben wir hier oben Design und Support. Oh. Oh. Wieso ist das hier so komisch abgeschnitten? Wieso sieht das so komisch aus? Wieso sind die Schreibtische so schief, die hier? Also das irritiert mich jetzt gerade. Spinne ich oder was? Hier auch? Die stehen alle schief hier. Hier um Gottes Willen. Jesus Maria, du, was ist denn hier passiert? Das kann doch nicht sein. Muss ich nochmal neu machen hier. Sehr ärgerlich. Ja, weg damit. Sowas.
Dann hat das hier wahrscheinlich genau. Das sieht ja. Oh, Leute, ernsthaft? Ist ja furchtbar. Hier wird es passen, oder? Hier wird auch abgeschnitten. Ja, dass der da abschneidet, okay, lass ihn mir eingehen. Ah, verdammt, jetzt war ein falsch rum. Ich baue den immer falsch rum. Das ist wieder so typisch. Einmal mit Profis halt, ne? Einmal mit Profis. Also, jetzt passt es doch. So, und warum hat er das jetzt nicht genommen? Duplizieren, zack, drauf gebügelt. Komisch, hä? Naja, ich bin etwas verwirrt, warum das nicht ging, aber. Nicht das erste Mal, dass der Hobby verwirrt ist. Jetzt passt. Also fragt mich bitte nicht, warum das nicht gepasst hat. Ich habe keine Erklärung, warum das so komisch aussieht. Der hat das ganz schräg übernommen, also. Bluh. Der Teppich ist auch falsch hier. Tschüss. Wahrscheinlich. Also ja, ich habe keine Ahnung, warum. Naja. Hat mich das Spiel getrollt. Da musst du aufpassen hier, da musst du aufpassen hier, sage mal. Da wird man nur veräppelt. Und einfach Schreibtischfläche wird da unterschlagen, ne? 1,60 auf 80, ja genau, da wird abgesägt an der Seite, von wegen, ha. Okay, jetzt passt. So, jetzt hat es mir natürlich wieder komplett gewürfelt. Also, hier haben wir, glaube ich, das Design hingepackt, ne? Design und Support, jawohl. Hier ist der Entwicklungsbereich. Dann machen wir hier. Kunst und Support. Und dann hätten wir noch einen Bereich frei, ein Zimmer. Da könnte man übergangsweise die Chorabteilung hinpacken. Übergangsweise. So, wenn wir uns dann nochmal die Angestellten anschauen. Wir sortieren mal nach Alter und nach Team. Wir haben zwei in der Buchhaltung. Nacht. Das heißt, da, wir brauchen auf jeden Fall noch zwei für die Buchhaltung Tag. Hier sieht man es ja auch schön, ne, wie es da aussieht. Chor 6. Design Support 4, in der Nacht auch 4. Entwicklungssupport 7, in der Nacht 4, da wären in der Nacht noch 3 Plätze. Kunstsupport, da müssen wir definitiv was tun. Und Marketing und Support, da ist viel, viel Luft. Da ist viel, viel Luft, ja. Also, wir suchen uns ein paar Buchhalter. Mit Tagspezialisierung. Dienstleistung. Buchhaltung. Nebenrolle brauchen wir keine. Mittel reicht, oder? Mittel reicht, ja. Kompatibel zu Buchhaltung.
Achso, ja, dann muss ich nochmal suchen. Das war jetzt wieder genial. Wieso wird da keine... Ach mein Gott, bin ich ja Depp. Zur Buchhaltung Nacht natürlich. Okay, da gibt es nichts Gescheites. Dann machen wir es anders. Dann geben wir ein bisschen mehr Geld aus. Dann sagen wir, komm, wir hauen ja richtig einen raus hier. Boah, Alter, das ist ja noch minder. Das gibt's ja nicht. Was ist los mit euch? Dann nicht. Dann nicht. Dann schauen wir uns das Core-Team an. Der Haubi, Core-Team, jawohl. So. Was war mit dir, Heinrich? Entwicklung ist schon voll. Entwicklung ist voll, ja. In der Nachtschicht hätten wir Platz, aber der Heinrich ist keiner, der gerne nachts arbeitet. Den lassen wir erstmal Chor. Oder, ah, den könnten wir natürlich auch in ein eigenes Support-Team dann packen. Ne, den lassen wir erstmal Chor. Dann haben wir die Martina. Die Martina ist Designerin. Und die kommt ins Design-Team. Dann. Die Patrizia, natürlich, die Patrizia kommt ins Design-Team. Und damit hätten wir im Design-Team sechs Leute. Und damit ist es eigentlich voll. Den hier haben wir ja größer gemacht, den Bereich. Dann ist es voll. Das ist Kunst. Das hier ist Design. Die Bianca. Die packt man nach Kunst und Support. Da verschenkt man hier natürlich so ein bisschen das, was die systemtechnisch und audiotechnisch kann, aber naja, ja gut, aus der wird auch nichts mehr, gell? Nee, ja, die ist halt auch nicht hochbegabt, was Kunst angeht. Die Martina. Also sie ist schon hochbegabt, aber... Hey, was ist das? Hey, ich habe mich gerade... Ach, mein Gott, ich bin der Depp. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die hin? Hier ist sie. Die Bianca, genau. Die ist nicht hochbegabt, ja. Ja, ist egal, dann kriegt die halt noch ein kleines 3D oder was, dann kann die zumindest auch ein bisschen rummalen auf gut Deutsch. Und dann passt es. So, den hätten wir hier, der Heinrich und Haubi sind die einzigen, die noch im Chor sind. Dann checken wir nochmal kurz die Nachtrollen. Also zwei Nachteulen bei Nacht. Bei Design Support vier Nachteulen. Entwicklung Support vier Nachteulen. Kunst und Support, das ist zugegeben dünn, was wir da haben. Also ich glaube, da müssen wir noch was machen. Marketing wird im Moment ausreichen, aber ist jetzt auch keine Offenbarung. So. Also wir brauchen Dienstleistungen, Marketing.
Da reicht Mittel. Was? Ja, bist du deppert, ja sowas. Dann machen wir Kunst und Dienstleistung Mittel. Das muss passen zu Kunst und Support. Sag mal, das sind ja nur Pfeifen auf dem Markt. Okay, wir warten bis nächsten Monat. Das ist ja schrecklich hier. Oieiei. Gut, also. Design Support. Entwicklung Support. Kunst Support, Marketing Support. Zack, die kümmern sich hier um den hier. Eine Supportaufgabe fehlen Mitarbeiter. Kann von euch keiner Fehlerberichte, oder? Echt? Okay, gut, dann muss der Hobby da herhalten. Der kann das. So erschmoren. Ach Gott. So, dann brauchst du aber auch den hier, ne? Jetzt, jawohl, jetzt passt. Unglaublich. Unglaublich. Dann hätten wir hier Entwicklungssupport und Kunstsupport. Dann hätten wir Marketing, da brauchen wir Marketing und Support. Und hier ist es wieder ganz komisch sortiert, ne? Hier ist also furchtbar. Hier ist es nicht alphabetisch sortiert. Bei den anderen war es alphabetisch sortiert, hier nicht. Muss man auch nicht verstehen. Okay, gut. Jetzt hat es alphabetisch sortiert, seltsam. Okay. Ganz komisch. Design Support. Entwicklungssupport und ja, von mir aus Core auch noch. Okay. Dann, go. So. Zack. Wer ist hier? Das Silas. Echt? Das Silas? Nix, die Patricia macht es. Patricia ist Teamleitung hier, ist doch klar. Wer ist der Designer bei uns? So, ich höre Fahrzeuge. Achso, da wird einfach durch die Gegend gebrummt. Ja, oh, ich habe noch was vergessen hier, Mensch. Wir brauchen ja noch hier ein bisschen Reinigungspersonal. So, also um 6 Uhr brauchen wir eine Reinigungskraft. Um 12 Uhr wollen wir eine Reinigungskraft und um 18 Uhr wollen wir auch eine. Und um 18 Uhr wollen wir einen Hausmeister haben und einen ITler. Okay. Achso, und wir brauchen natürlich noch einen, der hier Rezeption steht, ne? Ja, weißt du was, der kommt von 8 bis 12. Wobei 8 ist schon sportlich, gell? Nee, mach mal 9 bis 1. 9 bis 1 ist super, genau. Super ist es. Also, Produktion. Wie schaut's da aus? Wir können die Nachfrage nicht decken. Das heißt, irgendeines unserer Produkte Ich habe den Glitcher 1 übrigens, den habe ich jetzt schon mal archiviert. Ah, der war das wahrscheinlich. Wahrscheinlich kam deswegen die Meldung. Da habe ich bei dem hier den Archivhaken gesetzt. Dann verschwindet das nämlich auf der Liste, es sei denn, man aktiviert hier das Archiv. Ne, dann ist die Liste gleich mal ein bisschen übersichtlicher. Okay, weißt du was, wir gehen in den nächsten Tag. Zack, so. Na klar, ja. Eieiei, ich habe den Brandschutz vergessen. Oh, wie konnte das denn passieren? Ich habe es mir noch gedacht. Mensch, denk an den Brandschutz. Und jetzt habe ich es total verschwitzt. Ja, das müssen wir natürlich auch noch machen. Ui. So, erst einmal alles akzeptieren natürlich. Ja, schockschwere Not. Brandschutz. Liebe Leute. Ah, die verkaufen schon wieder Aktien, okay. Ja. Den Brandschutz werden wir auch angehen. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge. Genau, so schaut's aus. Liebe Leute, ich sag vielen Dank fürs Dabeisein bei Software Inc. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Oh Gott, scheiße. Und ich habe außen noch nicht das... Ah, okay, wir müssen nochmal nacharbeiten beim nächsten Mal, ne? Also, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Ja, und Servus.